Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein Video mal zeigen, wie man die Magnolie richtig zurückschneiden kann. Hier könnt ihr meine Pflanze sehen. Die ist ja fast so groß wie ich, wie man sehen kann. Etwas hier aus dem Ufer gewachsen, das kann man auch sehen. Und ja, ich möchte die jetzt zurückschneiden. Der beste Zeitpunkt ist auch jetzt, das ist nämlich der Spätsommer. Auch wenn es im Hintergrund nicht so aussieht oder wie ihr sehen könnt, trage ich ja auch einen Pullover. Es ist relativ kalt heute. Der Sommer dieses Jahr ist irgendwie, ja, muss man sagen, fast für den Arsch. Trotzdem wird jetzt die Magnolie geschnitten. Das liegt einfach daran, dass im Spätsommer der Saftdurchfluss in den Ästen geringer ist als im Frühjahr. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Pflanze schneide, blutet sie ja nicht so doll aus wie im Frühjahr und verliert somit auch nicht so viel Energie und blüht dann nächstes Jahr im Frühjahr wieder besser. Wenn ihr die Pflanze im Frühjahr zurückschneidet oder auch vorher, geht das immer zu Lasten der Blüte, da die Pflanze damit beschäftigt ist, sich selber zu heilen bzw. den Schnitt zu heilen. Das dauert bei der Magnolie sehr lange. Aus dem Grund solltet ihr, wenn ihr die Pflanze schneidet, das Ganze dann immer im Spätsommer machen. Ja, hier könnt ihr jetzt meine Pflanze sehen, die werde ich jetzt zurückschneiden. Nach unten hin ist sie recht buschig geworden, was nicht wirklich schön ist. Das heißt, hier werde ich sie schon etwas verjüngen müssen. Auch nach oben hin, hier könnt ihr zum Beispiel einen toten, abgestorbenen Ast sehen. Den werde ich auch rausschneiden. Und dann werde ich nochmal schauen, ob der ein oder andere Ast parallel zum Hauptstamm wächst, dass ich das Ganze da auch etwas verjüngen kann. Man sollte bei der Magnolie darauf verzichten, die zu grob und zu stark zurückzuschneiden, da die Pflanze ziemlich stark ausblutet und das halt wirklich viel Energie kostet. Und ihr solltet auch darauf achten, dass euer Schneidewerkzeug sauber ist. Kocht es vorher ab mit heißem Wasser oder brennt es mit einem Brenner ab, dass also wirklich keine Keime auf euer Schneidwerkzeug drauf sind, damit ihr die Pflanze da nicht irgendwo infiziert, weil auch das verzeiht euch die Magnolie nicht und im schlimmsten Fall würde die Pflanze davon eingehen, also sie erholt sich dann nicht mehr davon und ja, das wäre recht schade. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem eigentlichen Rückschnitt an und ich fange erstmal hier mit dem toten Ast an. Den schneide ich, soweit es geht, zurück und zwar auch direkt am Stamm. Denn wenn ich ihn jetzt hier in der Mitte abschneide, würde das Ganze auch unschön aussehen. Und am besten heilt die Pflanze, wenn man es direkt am Stamm abschneidet. Hier habe ich das jetzt gemacht. Hier geht natürlich auch ein bisschen was Gesundes mit raus. Ist in dem Fall aber nicht so schlimm. Ich wollte die Pflanze ohnehin ein bisschen ausdünnen. Allerdings nicht zu viel. Und nun suche ich mir hier weitere abgestorbene Äste, beziehungsweise auch Äste, die irgendwo parallel laufen könnten. Hier haben wir noch abgestorbene Äste, die nehme ich auch raus, schneide sie also auch direkt am Hauptstamm ab. Da sollte nicht allzu viel überbleiben, damit hier nicht nachher ja eine hässliche Narbe überbleibt an der Pflanze, weil wie gesagt, diese Rückschnitte verheilen relativ schlecht bei der Magnolie. Ja, manchmal kommt man dann doch nicht drum herum, die Pflanze etwas auszudünnen. Ihr könnt es hier sehen, hier wächst die Magnolie schon in den nächsten Busch mit rein, das soll natürlich so nicht sein. Das ist auch alles ziemlich weit unten. Das heißt, hier werde ich jetzt doch in dem Augenblick einmal sehr radikal zurückschneiden. Hier haben wir auch noch einen toten Ast mit dran. Der kann also auch weg. Und ja, ich werde jetzt hier die Pflanze am Stamm unten einmal abschneiden. Und dann das halt ziemlich weit in dem Fall mal ausdünnen. Ja, die beiden Äste habe ich jetzt weggeschnitten. Hier könnt ihr unten die Schnittkanten sehen. Ich habe das also relativ nah am Stamm gemacht. Und früher hat man mit einem Baumwachs solche Abschnitte noch versiegelt. Das braucht man heute nicht mehr machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man so einen Abschnitt noch mit dem Taschenmesser etwas glättet. Das heißt, auch hier einfach ein scharfes, sauberes Taschenmesser nehmen. Und dann könnt ihr den Abschnitt einfach ein bisschen abglätten, damit das etwas sauberer verwächst. Hier ist leider auch noch die Rinde so ein bisschen mit abgegangen, weil ich hier nicht ganz am Ast dran kam. Hier ist wie so eine kleine Verwölbung, aber auch hier kann man das Ganze dann mit dem Taschenmesser einfach noch ein bisschen abglätten, damit es nachher schöner verheilt bzw. auch schneller verschließt.
So, und ich bin jetzt fertig mit dem Rückschnitt der Magnolie. Wie ihr sehen könnt, ist in der Höhe ein bisschen weniger geworden. Ich habe auch hier die Krone etwas verjüngt. Tote Äste sind auch draußen. Auch hier zur Seite hin ist sie nicht mehr so buschig. Alles, was unten ausgetrieben ist, konnte in meinem Fall weg. Ich würde euch empfehlen, die Magnolie nicht jedes Jahr zurückzuschneiden, da das, wie gesagt, für die Pflanze eine enorme Anstrengung ist. Man sollte das eher so alle 3 bis 5 Jahre machen, öfter nicht. Die Pflanze muss sich jetzt erstmal bis zum Frühjahr wieder erholen. Und dann hoffe ich auch, dass sie wieder schön blüht, so wie dieses Jahr auch. Und ja, das soll es auch zum Thema Rückschnitt der Magnolie gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Anregungen und Kritik könnt ihr da auch gern loswerden. Und dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gern hier meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!